Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Forza Horizon 4. Tja, wieder mal ein Ferrari seit langem. Ich glaube seit Folge 100, also Anfang der 100er bin ich den 458 Speciale gefahren. Seitdem kein Ferrari mehr, aber heute ist wieder einer dran. Und zwar, was für einer? Ein richtiger Kracher. Und zwar der 2012er Ferrari 599XX Evolutione oder Evolution, wie man es auch nennen mag. Die krasseste Variante des Ferrari 599. Ich meine, wir haben schon den 599XX hier im Spiel. Aber natürlich, der reicht nicht. Da muss doch mal der Evolution darauf. Und was der kann, seht ihr jetzt sofort auf meiner Teststrecke. Tja, wer hätte das gedacht? Wir haben einen neuen Rekordhalter auf meiner Teststrecke mit einer 2 Minuten 17,437 ist dieser Wagen ungefähr 1,4 Sekunden schneller als der nur 2 Punkte schwächere McLaren Senna, Alter. Was eine geile Zeit. Trotz meines eigentlich schwer zu erkennbaren Fehlers. Und zwar, wenn man den Berg hochfährt quasi, in einen Kurve, bin ich sehr weit rausgekommen. Muss so ein bisschen über Steine und ein bisschen Offroad fahren. Da dachte ich mir eigentlich, komm, die Runde wird nichts mehr. Bringt nichts, Rundenzeit ist eh scheiße. Aber da dachte ich mir, komm, versuch es einfach mal. Gucken, was für eine Zeit rauskommt. Und trotz meines kleinen Umweges habe ich diese Zeit eingefahren. Alter Scheiße, Mann. Ist das geil? Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich dachte, ja, klar, der wird schnell. Weil er sich auch gut fährt. Ich dachte mir, komm, McLaren Senna ist halt schon echt ein übertriebenes Teil. Das schafft er nicht. Ja, habe ich mich wohl getäuscht. Schneller als ein McLaren Senna. Das ist mal krass und werden, glaube ich, auch nicht viele Autos hier im Spiel schaffen. Vor allem nicht in meinem Let's Play. Deswegen Glückwunsch an den Ferrari, der jetzt der neue quasi Spitzenreiter meiner Teststrecke ist, der 599XX Evolution. Ja, und das mit altbewährter Technik, kein Hybrid, keine irgendwelchen ausgeklügelten Sachen. Ein guter alter Saugmotor, ja. 6 Liter groß, V12, ich meine, der heißt ja auch 509, deswegen ein 6 Liter großer V12 Saugmotor mit hier 750 PS. Ein Leichtgewicht, ein ca. 1,4 Tonnen, bei so einem Auto ist das schon, glaube ich, ganz gut.
Natürlich, wie man sieht, so leichte Aerodynamikteile, so auch so der Fusor sehr, sehr klein. Dann auch der marginale Heckspoiler. Auch die Lippe vorne, der ist auch sehr dezent gehalten. Das ist ein krasses Teil. Aber Alter, eine 2017er Zeit. Einfach nur geil ist das. Wirklich. Ja, mein Glückwunsch an Ferrari. Tut mir leid, McLaren. Ihr müsst was Krasseres bauen. Obwohl dieser Wagen, der ist auch schon, ne? Der ist jetzt 7 Jahre alt. Und der McLaren Senna ist quasi so, ja, nagelneu. Hat, glaube ich, auch mehr PS und wiegt sogar noch weniger. Aber wie gesagt, es ist halt nur ein Spiel, ne? Nicht die Zeiten aufs echte Leben beziehen, das geht nicht. Es ist nur ein Spiel. Aber trotzdem cool, dass er schneller ist. Ja, also, ist krass. Geht auch von Federn, na gut, brauchen wir nicht. Man geht auch leichter. Was? Was? Wo schmeißt man da jetzt noch 328 Kilo raus? Wo? Okay. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen Vollaufbau. Und wie ich gehört habe, ist sogar der Serienmotor der vollaufgebaut stärkere Motor. Es gibt nur noch was zur Auswahl. Jetzt haben wir noch den. Oh. Motor von LaFerrari. Oh. Nee, nicht sogar FXXK, oder? Ja, der drehmäßig mehr Leistung, aber getuned soll das Ganze sogar noch anders aussehen. Da meine ich, gehört zu haben, dass sogar dieser Motor schneller sein soll. So, es geht auch Twin Turbos rein. Ich will nur mal gucken, was der an Leistung hat. Voll aufgebaut. Ich will es ja nur mal gucken. Ich nehme an, es wird. Wir sind sowieso X-Klasse, das ist jetzt nicht schwer, dahin zu kommen. Oh. 1056 kW. Immer noch weniger Drehmoment als die X-Klasse. Ach du Scheiße. Okay, das ist krass. Mal gucken, was der andere Motor bringt. Doch, ziemlich günstig ist, Alter. 75.000? Ist ja nix. Das ist schon ziemlich billig, ne? Für so einen Motor. Das hatte ich gerade mit Turbo gemacht, oder nicht? Guckt, ich weiß gar nicht. Also geht doch kein Turbo. Steck mal V12 und Elektromotor sollte eigentlich auch ausreichen. Deswegen, weil der Motor geht gar nicht mehr so viel. Das wäre Serie, sehr viel Leistung. Aber halt, tun war es da nicht mehr wirklich viel. Deswegen, komm, das bringt nichts mehr. Da kommt keine Leistung raus. Also im Vergleich dazu. Deswegen wieder Serienmotor rein. Turbo, nein, danke. Und Allrad, nein, danke. Natürlich guten alten Heckantrieb, Frontmotor-Heckantrieb. Getriebe ist, glaube ich, auch noch hinten. So wie es sich gehört. Es geht über ein Renngetriebe rein. Ist aber schön. Rennreifen gehen, denke ich mal, nicht. Das war abzusehen. Breitere Spur ist natürlich. Also breite Reifen, meine ich, Entschuldigung. 355er vorne, okay. Was geht hier denn hinten? 375er. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Was tue ich da eigentlich? Ich denke, wir machen mal Vollaufbau, Serienmotor, aber ohne Turbo. Wellen gehen größer. Ich mache es für die Optik, ich mache es nicht für den praktischen Nutzen. Genau wie die Reifenbreite vorne. Das ist auch ein bisschen Quatsch, da so viel drauf zu machen. Aber ich mache es einfach mal. Weil es kann. Bei der Wagen sieht auch abgrundtief böse aus. So, mehr Drehzahl. Wir drehen schon, glaube ich, 9.500 Umdrehungen. Nehmen wir halt 10. Oh, Motor. Könnte sogar 6 Liter Hubraum eigentlich mal lassen. Ich denke, die Leistung der Herzahl sollte auch ganz in Ordnung sein. Und wieder schwerer. Und auch nicht mal schneller. Dann mache ich es nicht. So, 661 kW, das sind 800 irgendwas PS. 800, 60, 70, keine Ahnung. Könnt ihr mal kurz ausrechnen? Ja, das ist mein Handy. So ein Drehmoment auch nicht so viel. Ich meine, es ist halt ein Sorgmotor. Ich meine, nicht ganz so viel Drehmoment. Natürlich, fast 800 Newtonmeter ist natürlich jetzt nicht gerade ein Zuckerschlecken.
Weil verhältnismäßig ist nicht so viel. Okay. 898 PS. Ist, glaube ich, ganz ausreichend für Heckantrieb, ne? Und auch 6 Liter Hubraum eigentlich ganz akzeptabel. Auch so was die Literleistung angeht. Denn sequenzielles Sechsganggetriebe haben wir hier. Und dann ein Sound. Also vor allen Dingen echt. Wenn man sich mal Videos von dem Ding anguckt, wenn der so auf der Rennstrecke fährt. Auch so Sound beim Runterschalten, Alter. Boah. Oh, der ist hoch. Geht er tief? Ui. Der geht aber ganz, ganz tief. Wir lassen den mal hoch, ne? Also der Busmodus ist ja auch, naja. Relativ. Aerodynamik, ich mach's einfach mal. Oh. Okay, wir schaffen 400. Okay. Ja, jetzt machen wir noch Getriebe und dann Aerodynamik. Ich will die einfach mal testweise mal voll auf Kurven machen. Leider nur 6 Gänge. Ist heutzutage natürlich ein bisschen wenig. Aber damals noch so das Übliche. Vor allem in dem Moment 509 war halt 6-Gang-Getriebe. Zu der Zeit, wo der 509 rauskam, da war es dann mit 7 Gängen noch nicht ganz so üblich. Machen wir lang? Alles lang? Ich würde sagen eigentlich alles lang, ne? Da wird schon am Start eigentlich genug Wheels drin haben. Wo das eigentlich ging. Sag mal im Kurvenausgang und so im zweiten Gang. Da hat er eigentlich ganz gut Grip noch. Das war wirklich akzeptabel. Aber für die Leistung. Also der ging da echt, echt gut ab. So, das kann hier schön ein bisschen länger. Ist alles doch noch mal deutlich länger. Wenn wir so, was ich, 400 fahren wollen. Oder ich will das zumindest vielleicht. Das scheint ja möglich zu sein. Ja, also 3,26, so den fünften, ist, denke ich mal, ganz gut. Ein sechster, nicht Spritspargang, sondern Topspeed. So, was sagt Topspeed? 3,96. Das geht doch noch mehr, oder? Ah, 407. Mach ich erstmal so, glaube ich. 411. So, erstmal voll auf Geschwindigkeit. Bremsweg, Alter, der ist auch übel. 26 Meter, ist ja nix. Da brauchen auch keine Notbremsassistenten. Wenn er so schnell steht. Jetzt Topspeed, ist wahrscheinlich 413. Das Getriebe wirklich, ich sag mal, am Ende. Wenn ich jetzt voll auf Kurven gehen würde. 0 auf 100, so 2,4 Sekunden. Heckantrieb. Ja. Was ist das? Noch 3,80 oder so? 3,64. Bremsweg ist sogar noch besser. Mach's erstmal so. Ja, gut, ich meine, 3,60 sind jetzt halt auch immer noch 3,60, ne? Wenig ist das nicht. Hier ist ganz zufälligerweise die Autobahn in der Nähe. Junge. Ein Prügel ist das. Gerade mit dem Spoiler. Sieht einfach so viel geil aus als der normale XX. Boah. Sound ist wirklich brutal. Auch im Spiel. Da dreht das fast 10.000 Umdrehungen. Ups. Total Speed ist jetzt halt eine Güte. Nicht mehr ganz so gut. Ich will das aber eh noch ein bisschen reduzieren. Also, wir müssen nicht ganz so krass auf Kurven gehen. Wir können schon so ein bisschen. So ein bisschen was Gesünderes nehmen. Weil auch auf der Teststrecke, also der war schon ordentlich schnell. Also da kann ich mich nicht beklagen, was der Topspeed ist. Oder was Topspeed angeht.
Ich soll den 6. noch ein bisschen kürzer machen. Dass der nicht ganz so lang ist. Wie mein Penis oder was? So einfach. Wenn der gut ist. Drehzahl. Das ist einfach übel. Einfach nur übel. Ich werde jetzt mal zum Ende der Autobahn. Fahre mal wieder zurück. Gucken, was der so kann. Der soll damit, glaube ich, mit Turbos, damit halt mit fast 500 laufen. Und zu den schnellsten Autos gehören. Bin aber kein wirklicher Fan von diesen übertrieben krassen Sachen. Das muss eigentlich nicht sein, finde ich. Weil wir die sagen, auch lieber als Saugmotor lassen, das ist viel besser, als die 1000 irgendwas KW reinzuklatschen. Boah. Meine Güte. Wie schnell das Ding 200 auf der Uhr hat. Hier geht keine Zeit. So fucking schnell. Der Sound halt dabei, ne? Mit einer 1000 Umdrehung, wie sich der Motor anschreit. Wenn wir fast 400 fahren, mit so einem Flügel da hinten drauf. Ja, Probelager bei der Geschwindigkeit. Ich kann die easy lenken, kein Problem. Das ist gar kein Ding. Scheiße, einfach nur. Das Ding ist fucking krass. Der hat auch kein Problem. Ist auch verdammt schnell. Gerade für die Leistung. Von der Beschleunigung würde man schon fast denken, der hat viel mehr Leistung. Als jetzt gerade die runden 900 PS. Fühlt sich sogar noch schneller an. Wie wär's denn mit einem Rennen? Wie der Zufall so will. Was nehmen wir denn schönes? Wollen wir einmal Goliath fahren? Aber das könnte nicht gut gehen, oder? Das ist vielleicht keine so gute Idee, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Das ist ja so gesehen die größte Rundstrecke im Spiel. Glaube ich zumindest. Der Goliath. Vielleicht mal so. Okay, Extreme Track Turn natürlich als Klasse. Das ist der Elemento, ist jetzt auch. Die Karren, die in der Klasse sind, die sind schon wirklich alle. Jenseits von Gut und Böse. Ist einfach nur geisteskrank. So, dass wir in der Klasse sind. Mal ein Ründchen. Erstmal ein Vulcan. Warum das auch immer. FXXK natürlich. F50 GT, F40 Kompetitionen. Ganzen Driftautos. Ein Mosler natürlich. Radical. TVR Ultima. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ganze werde ich aber auf jeden Fall nicht auf Profi fahren. Definitiv nicht. Ich glaube, selbst auf Experte werde ich, glaube ich, nicht mal annähernd gewinnen. Oder auf jeden Fall auf zurückspulen müssen. Mit diesen Geschwindigkeiten. Natürlich Pagani. Jetzt sind Forza Editions. Ja, nur Kumin, ich will jetzt nicht zeigen, dass ich irgendwie toll fahren kann. Auf keinen Fall. Also bei der Runde auf der Teststrecke, ich musste mich halt schon arg konzentrieren. Also der Sender fuhr sich da ein bisschen einfacher. Dann kann das sein, dass ich jetzt wegen dieser Runde nicht ganz so viel reden werde. Geschwindigkeiten sind halt einfach krass, die man hier fährt. Bei meiner Teststrecke, da geht's halt, weil ich die Strecke selber gut kenne.
Mir hat sie nicht vertraut. Dankeschön. Vielen Dank. Gottes Willen, Alter. Was hab ich da getan? Ui, ui. Ah, aber das ist mir zu viel. Das ist wegen eines Let's Plays ungeeignet. So was mal so. Weil ich Gulat auch kaum fahre. Deswegen, ich kenne die Strecke nicht. Ich bin, glaube ich, ungelogen bisher vielleicht 10 Runden Gulat gefahren in dem Spiel. Ich bin eine normale Strecke gefahren. Mir macht, glaube ich, deutlich mehr Spaß denn. Was ja ein geiler Witz wäre. Die Strecke. Nein. Natürlich nicht. Die vielleicht? Ich müsste mal wieder mehr Strecken selber erstellen, die sehr geil sind. Im Spiel sind halt so nicht. Sind cool. Wenn ich halt so dieser Wow-Effekt, so boah, krasse Strecke. Vor allem halt auch nicht so lange leider. Wenn nicht so größeren Strecken. Muss man halt eher selber was bauen. Natürlich meine Teststrecke selber finde ich schon eigentlich ganz geil. Da fahre ich sehr gerne drauf. Muss noch was Geileres geben. Kann demnächst mal ein bisschen wieder was ausprobieren. Ein paar neue Strecken erstellen. Habe ich in letzter Zeit leider nicht wirklich gemacht. Neue Strecken erstellt. Mal gucken. So, ja, ich will aber lieber ein paar mehr Ründchen fahren als nur drei. La Corsa Italiana, wie wär's denn damit? Offen, kann jeder fahren, was er möchte. Hauptsache italienisch. Und ich mache mal der 6 Runden. Stelle ich mal ein. Natürlich bei schönem Wetter in Italien. Nein, ich kann kein Italienisch. Und dieses Klischee-Ding halt. Ah, dann möchten sie Pizza, aber Pizza. Pizza und Pasta machen wir. Kann nichts auf Italienisch. Und Bremsscheiben sind jetzt auch nicht gerade klein, ne? Also. Wir müssen dann auch nicht so viel Gewicht zum Stehen bringen. Ist gerade auf die Bremsen besser, wenn der Wagen nicht so viel wiegt. Haben die auch weniger zum Arbeiten. Wir doch hier mal nicht ansatzweise das Potenzial dieses Wagens ausfahren können. Das geht mir auf meiner Teststrecke deutlich besser als auf allen anderen Strecken im Spiel, die ich einfach am besten kenne. Ich bin damit meine Teststrecke schon einige 100 Runden gefahren. Kann ich auch mit solchen Autos grob abschätzen, wie man sich man dort ganz gut fahren kann. Deswegen habe ich auf so einer Strecke auch viel mehr Probleme. Obwohl ich die auch schon nicht gerade wenig gefahren bin. Nicht zu geben. Generell sind solche Autos eigentlich sind zu schnell für mich. Das ist nicht meine. Ich finde eigentlich S1 am besten. Gerade so für längere Rennen. Weil die Unterschiede bei S2 halt auch wirklich am größten sind. Orkan hier bitte. Wenn ich mal fragen darf. Achso, ja gut, stimmt ja. Ist ja alles erlaubt, nicht hygienisch. Also, hä, Extreme Track Toy, Orkan, was hat das damals zu tun? Ja, fahr, wenn du bist auf dem Dummplatz.
Der Pagani. Wir haben auch fahren, das ist vielleicht von daher oder so. Auch ein sehr fettes Teil. Auch so ein bisschen so aus dieser, würde ich sagen, Ära, aber aus dieser so Zeitepoche. Das ist relativ ähnlich. Der Pagani ist, glaube ich, noch ein bisschen älter. Wenn ich auf der Strecke ist, nicht wirklich auch das ausgelegt. Das ist ganz klar. Das sehe ich jetzt schon. Also noch die Runde so kurz. Die Strecke ist wirklich auf keinen Fall für das zwei Fahrzeuge ausgelegt. Oder halt X wie in dem Fall sogar noch. Ich will es mal ausprobieren. Vielleicht auch mal zeigen, wie sich sowas, wie sowas aussieht. Da kann ich schlecht zeigen, wie sich sowas anfühlt. Das müsst ihr halt am besten selber feststellen. Das kann ich euch schwer vermitteln. Ihr könnt halt nur sehen, was ich mache. Ihr könnt ihr nicht hier ist auch hören. Das natürlich auch. Ein wunderschönes Rennmotörchen. Jetzt bin ich mal ein bisschen zickig, das muss ich sagen. Weil der McLaren Senna deutlich... Wie sagt man das? Gutmütiger. Keine Scheiße zusammen, Alter. Meine Güte. Ich fahre jetzt ja gerade schlechter, als ich an Scheiße laber. Ne? Deutsche Gesetz Nummer 1. Naja, ist ja Wochenende. Osterfeiertage. Kann man das überhaupt wirklich Feiertage nennen? Ich meine, man hat in diesen Tagen viel frei. Das finde ich sehr gut, dass man zwei Tage frei hat. Freitag und Ostermontag. Die meisten zumindest. Ich meine, ich muss feiertags nicht arbeiten. Bisher in keinem Betrieb mich gearbeitet habe, weder in der Ausbildung noch als Nebenjob, also feiertags war auch immer nicht bei uns zum Glück. Natürlich hat das Glück nicht jeder. Aber ich bin bisher davon verschont geblieben. Wochenende eigentlich auch bei meinem quasi Nebenjob, ja. Da war Samstag ein normaler Arbeitstag, aber in der Ausbildung nicht ein einziges Mal. Das finde ich gut. Hier während meiner Ausbildung, sei es im jetzigen noch im anderen Betrieb, habe ich noch nie Samstag gearbeitet. Beim jetzigen Betrieb habe ich einmal sonntags gearbeitet für, für eine Veranstaltung. Habe aber auch darauf direkt einen Ausgleichstag bekommen. Also das ist da, das finde ich sehr gut. Goldene Paganis. So geil so ein Pagani auch ist, aber so ein Gold, ne, absolut nicht. Das ist so ein Ferrari schon schicker, so ein schönen Rot. Auch wenn Rot nicht meine Ferrari-Farbe ist, eigentlich ist die Ferrari-Farbe gelb. Aber Rot gilt irgendwie immer. So gefühlt wird auch jeder neue Ferrari, wenn einer rauskommt, irgendwie so ein Rot präsentiert. Habe ich so das Gefühl. Naja, ist ein wirklich geiles Auto gewesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist halt für mich, es ist zu schnell. Sehr cool. Fühlt sich dafür auch noch ganz gut für die Leistung. Man ist halt auch immer noch ein Hecktriebler. Das darf man nicht vergessen. Aber dafür ist das echt in Ordnung. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.